Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von One More Dungeon. Ja, ich trage eine Weihnachtsmütze, weil es ist Weihnachten, verständlich. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Ja, und da wären wir wieder im Startmenü von One More Dungeon. Wir können kein neues Spiel machen, weil wir das alles beendet haben. Aber wir fangen einfach ein neues an. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen anders läuft als das vom letzten Mal, weil das lief ja echt. Ja, am Anfang lief es gut, aber am Ende dann instant tot. Zumindest fast. Ja, New Game. Wir haben jetzt schon einen höheren Score. Das heißt, wir könnten uns Sachen holen. Wie Down Hurt Me oder ein Alchemist, aber ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ich könnte mich ja damit auseinandersetzen. Warum macht das ja einfach mal? Don't Hurt Me. You start the game with a... Also, wenn ich Don't Hurt Me mir hole für 1000 Scorepunkte, dann kann ich quasi das also in dem Level starten und habe direkt das maximale Leben. Das bekommt man ja sonst wieder, wenn man sich den Trank geholt hat. Diesen, was war das? So ein Art Schild? Ich weiß es nicht. Also, ganz komisch. Und Alchemist, you start the game with a... Also, der andere Bonus mit dem Alchemist, der geht halt darum, dass ich direkt dann mit dem Lebensträg und also im Kram starte. Das Don't Hurt Me. Aber ich spiele einfach mal so, das ist schon besser so. Okay, wo sind wir denn? Hier liegt direkt was zum Einsammeln. Na komm. Schön. Karte. Hier ist ja nichts weiter. Ach doch, das sind Truhe, die können wir auch noch machen. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's lang. So. Hey. Hier diesmal auch nochmal sicher machen. Sicherheitsabstand, weil letztes Mal bin ich ja total. Naja, immer direkt überrannt worden. Das können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Hier ist auch weg. Das hier weiß ich nicht. Das hier ist dieser komische Brunnen in der Mitte. Okay. Das haben wir schon tot geklappt. Was ist hier? Hier irgendein Taler. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht komisch aus. So, was haben wir hier? Ja. Gut. Vielleicht einsammeln. Kann man das zerstören? Nee, kann man nicht. Wir brauchen wahrscheinlich. Ja, brauche ich Schlüssel. Okay, ist needed. Hier ist richtig. Also, ich habe, wenn ihr einen gesehen habt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich habe es jetzt noch keinen gesehen. Mal gucken, was wir hier brauchen. Oh, Fledermaus, da kommt sie an. Da ist hier dieses Portal. Ich würde echt mal interessieren, was das ist. Gucken wir erstmal, ob hier noch was ist. Also, ja, gehen wir mal durch. Ich meine, was kann schon alles passieren, ne? Kann ich das kaputt machen? Alter, schwebt was. Nicht so was. Muss vielleicht auch länger, oder? Mann, es ist. Ne, das ist eine Verschwendung, das mache ich nicht, tut mir leid. So, sind wir im Level weiter. Hier was übersehen. Da unten habe ich eine Tür übersehen. Ja, okay, dann gehen wir da nochmal hin. Press E. So. Mal hier ein bisschen Nahkampf machen, um Munition zu sparen. Aber den Dingern nicht, die sind mir gruselig. Die sehen aber irgendwie cool, echt cool aus, also muss man den lassen. So. Ist nichts weiter, auf das sammeln wir noch ein. Sackgasse. Auch eine Sackgasse. Ja, dann haben wir das hier. Ja, dann geht es auch nicht mehr weiter. Dann auch wieder zurück. Da oben ist das nächste. Was ist das Blaue? Ist das. Böse, 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 böse.
müsste mal so einen Schrank, damit ich mein Leben wieder aufladen kann, weil damit habe ich gar nichts, was das angeht. Ja, was hat wir heute bekommen? Also, wir haben zwar jetzt zwar schon der herrliche Abend haben wir nicht und der erste Reverse-Tag ist auch schon fast rum. Aber dennoch sollte man nicht allzu viel Zeit mit Spielen verbringen, obwohl ja, meistens ist ja jetzt schon wieder vorbei. Ging das Jahr aber echt schnell, muss man dazu sagen. Also, da hat der Dezember kaum angefangen schon, dann hatten wir hier wieder 24. Heiligabend und was weiß ich nicht alles. Aber gut. Cool. Da kommt was angeflogen, ja. So. Na komm. Muss ich da nicht hinlaufen, das ist irgendwie super schön. Was wir machen. Ja, man ist ja wie mit der Tür in dem Portal. Das macht irgendwie keinen Sinn, dass das so ist. Ah, hier. So. Ich glaube, das hier. Ah, hier, das ist dieses das Teil, was eigentlich das maximale Leben macht. Hier unten, da haben wir jetzt nicht das maximale, aber ordentlich Leben, schon mal mehr. Und ja, das hilft uns mit Sicherheit. Gut. Großer Raum hier. Wir hauen das mal einfach so als klein, weil ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Wo kommt das her? Da kommt das her. Ist jetzt eigentlich ein Lied, ja. Ah, ein Trank. Was ist das denn hier? Böse Überraschung, oder was? Ja, da hätten wir den Trank nicht gehabt, weil dieses Lebensding, was wir eben gefunden haben, dann wären wir wahrscheinlich tot gewesen. Also ein klarer Vorteil, diese Dinger zu suchen. Wie sind hier gelandet? Hier geht's auch noch weiter? Okay. Sackgasse, gut. Das hätten wir irgendwie decken können. Gehen wir hier unten zu der nächsten Tür. Oh, hier scheint es weiter zu gehen. Ja, hier geht's auch weiter. Oh, ein großes Viech. Ein sehr, sehr großes Viech. Ja, was soll ich dazu sagen? You are dead. Score 370, also 370 Scope. Punkt, ich habe keine Ahnung, was Scope Punkte heißt, aber wir nennen es einfach mal so. Einfach zum Verständnis. Würde ich sagen, machen wir eine zweite Runde, oder? Ja. New Game. Holen wir es das diesmal? Ach, man kann das ja auswählen. Auf dem Mutator. So. Ja, machen wir das einfach mal so. Play. Gut. Hier direkt ansammeln. Dass man das mit meinem Messer direkt einsammeln bekommt, ist das irgendwie schade. Da war auch noch was. Oh, hier in der Ecke ist noch was. Ich weiß nicht. Wie müsste ich was haben, was mehr Schaden macht? Aber irgendwie herstellen, das kann. Also, hab ich wahrscheinlich gesehen, dass man das kann. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Weiß auch nicht. Hier ist wieder noch ein Trank, den kann man mitnehmen. So. Na, der große Gegner eben war auch echt fies, aber war was. Oh, da kommen Leute. Da kommen böse Gegner an. Wo sind die da? Oh, wir haben den. Wir haben einen anderen Stab, der macht irgendwie mehr Schaden, habe ich das Gefühl, weil die sind schneller umgefallen, aber sonst, naja, werden wir sehen. So, das heißt, wo sind wir denn jetzt hier? Wo können wir denn mal lang gehen? Mal hier weiter. Die kamen ja hier raus, so dann können wir das mal irgendwie hier. Ach, One Hit, Stich mir aus Trisse? Na, nicht getroffen, jetzt aber. Beide getroffen, das ist doch super. Den auch. Zum Glück haben wir diesmal einen besseren Star. Woran das liegt, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das gerade irgendwie eingeschlossen oder so, aber na. So. Auch schon, ja. Weil. Knapp. Brauch wieder was zum Leben aufladen, dringend. Was ist denn hier? 3. Ach,
etwas liebevoll als? Nee, noch so ein Schild oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist dieses Lebensding. So. Böse Ratte. So. Ja, also langsam scheinen wir das Spiel verstanden zu haben. Sehr eben, zumindest zu sehr eben. Den Sinn ist, glaube ich, sehr gut verstanden. Also mal, das ist wie so ein. Auch, man muss halt immer höhere diese Ebenen schaffen, bis immer seine Verhältnisse sogar Lebensalter, dann müssen wir dringend hin. Schöne Sache. Dieser Ton, das ist. Ja, weiß nicht, man muss mich dafür gewöhnen, aber es ist ein schöner Ton, weil ich ja noch nicht mehr Leben habe. So. Ich muss sagen, gehen wir mal weiter hier. Treffen wir von hier? Jawoll. Kommt direkt ein nächstes Ziel, der ist einfach direkt. Ich hab noch einen. Sieht nicht so aus. Hier ist auch sonst nichts mehr. Außer es ist alles so wie viele Wachsen. Jetzt kann ich das kaputt machen. Nein, kann ich nicht. Das dreht sich mit. Hallo. Gut. Press E. Zack, das. Was war das gerade? Ein Boss-Typ? Das ist ein Boss-Typ. Wo komme ich denn da hin? Ach so, kommt sie von der Treppe? Kann ich das? Okay, vor uns. Oh, wir haben noch 5 Munition davon. Not enough crystals, ja, das musste ja jetzt passieren, toll. Wer ist da noch erstmal hin? Hinten ist noch eine Tür. Ja, natürlich voll die Arsch gerade jetzt gezogen. Sackgasse, da war ja klar. Also ist nirgendwo anders mehr was. Doch, da unten ist noch eine Tür. Vielleicht haben wir da ja Glück. Stimmt, hier war ja auch dieses komische Teil, was ich nicht verstanden habe, was das ist. Vielleicht irgendwie ein Plakat oder Plakat in der Höhle, ja, natürlich. Aber wer weiß. Naja. Ja, ein paar Crystals heben wir uns aber auf für diesen großen. Also, der Weg ist ein bisschen größer. Ja, ist ein bisschen größer, ne? Ach ja, hier rein. Ach, das sind so Fledermäuse, die haben sich irgendeinem Spinnennetz oder sowas verhangt. Und dann laufe ich hin über den Weg, ja. Vielleicht habe ich sie auch einfach nur vorhin ihrem Schmerz erlöst. Obwohl hier sind noch nicht mehr. Die Spinne habe ich hier noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber das ist ein Problem. Jetzt sind die Spinnen ja mittlerweile ausgestorben. Guck mal, was hier ist. Hier ist Sockel. Nee, doch, oder Gasse. Gut, dann weiter. Oh, das ist jetzt überraschend. Hätte ich nicht erwartet. Hier ist nämlich schon der Aufstieg ins nächste Level. Das heißt, diese Ebene hätten wir theoretisch geklärt. Nicht geklärt ganz, aber wir haben zumindest den Aufstieg gefunden. Ziel ist hin, okay. Ach, wahrscheinlich müssen wir erst den Großen umbringen. Ja, das. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber. Naja. Ja, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Hier hoch, hier raus. Jetzt sind wir oben hin. Meine Leute hoffen wir nicht erstmal. Erstmal auf der Rückseite sind wir da oben. So. So weiter. Ach, das ist irgendwie überlegt, aber hier habe ich ja eigentlich alles getötet, oder? Raus, wir müssen mal hoffen. Hier ist eine Sackgasse. Hier war der irgendwo, ne? Ah, da ist der Schlüssel. Ist der noch frei? 3. Okay, ein neuer Stab. Was der bringt, das weiß ich. Ich kann nur hoffen, dass er schneller ist oder stärker, je nachdem. Okay. Jetzt müssen wir wieder da unten hinlaufen. Zurück zu dem Lilan. Wir sind ja auf Pfeil hier und müssen zum Lilan. Ja, das kann ja was werden. So. Ja. Runterlaufen, runterlaufen. Hier sind wir falsch, hier sind wir falsch, hier sind wir falsch. Ist so verwirrend. Hier sieht doch alles gleich aus, ne? Okay, da war das Plakat. Was in einer Höhle hängt. Oder auch nicht, je nachdem.
hin. Ja, jetzt hier rum. Da rein. Und jetzt hier runter. Dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Diese Ebene. Haben wir jetzt den Schlüssel? Jawoll. Das war Ebene 1. Oh, ich ahne den. Ja, schon. Das ist die Spitze. Soll ich hier nicht langlaufen, indem ich irgendwie erwischen, ne? Okay. So. Dann hätten wir das. Oh, was sind das denn für welche? Komm, komm, 1:1. Jawohl. Schön. Ja, der ist ja. Wieder nur ungefähr wie der letzte Stand. Und wir hatten das erste Level diesmal ein bisschen länger. Gut, aber auch 2 Versuche gebraucht. Ja gut, ist ja nur eine kleine, es sollte ja nur eine kleine Weihnachtsfolge werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach das gefällt mir da, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr diesen Kanal ja auch abonnieren. Ich packe euch jetzt hier dann noch die Folge Nummer 1, die ich vor der Woche, glaube ich, hochgeladen habe, noch dran, ne? Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.